Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video geht es nicht um ein Spiel, aber es geht um einen Kickstarter. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung, hätte ich beinahe gesagt. Nein, zur Vorstellung von Produkten, weil letztendlich gibt es wieder einen weiteren Kickstarter, einen neuen Kickstarter von Mr. Meeple und ich werde dafür auch jetzt nicht bezahlt. Aber ich bin Fan der Produkte, damals auch ein großes Paket bestellt und es gibt immer wieder was Neues, was man dort findet. Und da weise ich auch gerne darauf hin, weil letztendlich, ich bin schon seit über einem Jahr, wenn nicht sogar länger, überzeugt von den Produkten. Und dann mache ich auch gerne mal ein Video, weil viele Fragen dann auch nachkommen, immer wieder Anfragen, wo hast du die T-Shirts, wo hast du sie bestellt? Gibt es auch einen Shop, aber auch letztendlich einen Kickstarter. Je nachdem, wann ihr das Video dann schaut, dann verlinke ich es, dann seht ihr das auch direkt, dann könnt ihr dort das Produkt unterstützen oder direkt, je nachdem, im Shop dann einfach mal reinschauen. Und man sieht ja hier die diverse Auswahl an Shirts, an Schals, übrigens haben wir im Winter immer dabei gehabt und natürlich an Socken. Socken, Meeple-Socken sind natürlich auch ganz cool und wenn ihr wissen wollt, was der Jörg drunter trägt, dann schaut jetzt mal rein. Ich habe jetzt gerade eben nochmal ein Foto gemacht. Ja, ich bin schon ein bisschen verrückt, was die Produkte angeht, aber ich mag sie und das ist auch das Wichtigste, weil sonst hätte ich das Video auch gar nicht gemacht. Ich bin nämlich in der Hinsicht wirklich sehr zurückhaltend. Ich bin überzeugt, was die Qualität dann angeht. Gerade weil ich jetzt regelmäßig diese Shirts dann trage, werden sie immer regelmäßig gewaschen, gebügelt etc. Und da verspricht die Qualität wirklich das, was ich mir vorstelle. Auch nach 50 Waschgängen hält die Qualität, die Farbe. Das passt und damit bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Sonst hätte ich auch die Produkte jetzt an dieser Stelle nicht beworben. Nochmal Hinweis, ich werde jetzt auch nicht dafür bezahlt. Ist dem einen oder anderen ja auch ganz sehr wichtig und deswegen erwähne ich es nochmal an dieser Stelle sehr deutlich. Aber ich mache gerne solche Vorstellungsvideos, weil viele sind auch interessiert und würden gerne auch das ein oder andere Produkt vielleicht dort sich dann holen. Ich habe jetzt keinen eigenen Shop, das ist mir dann doch ein bisschen zu aufwendig. Deswegen verweise ich gerne auf den Shop des Betreibers, weil letztendlich, da habe ich auch schon bestellt, das funktioniert reibungslos. Ihr kriegt die Pakete innerhalb von wenigen Tagen geliefert oder ihr schaut in den Kickstarter rein, da gibt es natürlich bei weitem mehr Produkte. Oftmals ist aber auch das Thema, und deswegen war ich auch sehr skeptisch am Anfang. Ich hätte ja vor einem Jahr auch schon ein Video machen können, aber ich habe gedacht, jetzt muss man erstmal gucken, wie das Ganze läuft, wie die Qualität ist. Das Maß. So, ich trage jetzt zum Beispiel die Größe M und ihr könnt euch wirklich sehr gut an diesen Anordnungen und diesen Größenvorgaben dann orientieren. Muss wirklich sagen, da habe ich kein Problem. Die Kinder haben auch das eine oder andere Shirt. Da müsst ihr nur schauen von den Größen. Kindergröße sind speziell, aber gerade für Erwachsene, da habt ihr echt kein Problem. Und da sucht ihr euch einfach das passende Shirt raus. Und ich habe gesehen, je nachdem, wann das Video schaut im Kickstarter, da gibt es auch richtig coole Shirts. Da werde ich auch nochmal reinschnuppern. Mal gucken. Ich habe ja schon so viele, weil letztendlich, das ist echt toll. Es gibt natürlich weitere Utensilien, Bedarf, was euch als Fan dann je nachdem auch anspricht. Also viele Möglichkeiten und vielleicht habt ihr einfach Lust, das eine oder andere Shirt oder die Utensilien zu unterstützen. Gegebenenfalls Kickstarter über euren Shop, das bleibt euch überlassen. Über einen Kickstarter habt ihr natürlich mehr Möglichkeiten, aber das bleibt natürlich euch überlassen. Versandkosten etc. ist alles hinterlegt. So, damit habe ich auch mal dieses Thema an Shirts abgeschlossen. Das heißt, wenn jetzt Fragen kommen im Nachgang oder Monate später, kann ich dann immer auf das Video verweisen. Ansonsten, wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, dann schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr bereits Shirts habt und was jetzt euer Eindruck ist, dann dürft ihr es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Shirts ihr toll findet, cool findet. Das ist übrigens mein Lieblingsshirt. Das mag ich total. Das ist echt super. Aber ansonsten gibt es natürlich auch eine schöne, bunte Auswahl und ja, bin wirklich zufrieden. Das als kleiner Ausschnitt, dass ihr auch mal den Bereich dann gesehen habt, was der Jörg dann an Shirts hat. Aber das war eine kleine Vorstellung und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Produkt natürlich gerne unterstützen. Das in Kürze. Bei Fragen einfach melden. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss, macht's gut und bis bald.